Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Fondsgipfel Digital zum Thema US-Wahlen, Vorbereitung auf die US-Wahlen. Wer wird gewinnen und wie wird die Börse darauf reagieren? Mein Name ist Stefan Risse, ich bin Kapitalmarktstratege bei Arcatis Investment. Das wissen die meisten von Ihnen wahrscheinlich. Heute schlüpfe aber heute in die moderierende Rolle. Wenn die Experten darüber diskutieren, die da sind, Dr. Ulrich Kafanik von DJE Partner dort, dann unser Gründer Hendrik Leber von Arcatis Investment und am Schluss der CEO von Shareholder Value, Frank Fischer. Wir wollen analysieren, wie diese Wahlen ausfallen werden möglicherweise und was das dann für die USA bedeutet. Vielleicht, da bin ich mal gespannt, was die Referenten sagen. Ist das eine Richtungsentscheidung, wie die Generationen, die aktuell noch leben und das miterleben, es noch nicht erlebt haben in den USA? Denn da stehen ja wirklich sehr, sehr gegensätzliche Präsidenten beziehungsweise ein Präsident und ein Gegenkandidat ihm gegenüber. Es wäre der erste Referent jetzt der Herr Dr. Kafanik. Allerdings sollte der sein Video nochmal starten, wenn das noch möglich wäre. Sie sehen Ralf Blöcher. Ralf Blöcher ist, das muss man jetzt an der Stelle sagen, Marketingchef bei DJE. Herr Kafanik sitzt an seinem Platz, deswegen ist sein Name eingeblendet. Aber der Referent, den Sie sehen werden, das ist dann Herr Kafanik. Herr Kafanik, hören Sie mich? Ich höre Sie, das heißt, wir sollen unser Video nochmal starten. Ja, genau. Es gibt unten das Videosymbol, da klicken Sie einmal drauf und dann müsste man Ihr Video sehen. Wir geben unser Bestes. Es gibt unten ein Videosymbol und da sollen wir draufklicken und dann gucken wir mal. Beziehungsweise, Sie haben ja den Bildschirm geteilt, wenn Sie oben nach oben gehen mit der Maus, dann kommt eine Navigationsleiste runter. Da ist ein Videosymbol zu sehen und man sieht Sie. So, jetzt noch den Präsentationsmodus in der Präsentation. Und dann, Herr Dr. Kafanik, will ich gar nicht mehr lange große Worte machen über unser Thema die US-Wahlen, sondern bitte Sie, um mit Ihren Ausführungen zu beginnen. Gut, ich hoffe jetzt, dass die Technik steht. Vielen Dank für die Begrüßung, Herr Risse. Dann gehen wir gleich in Medias Res und klicken mal hier durch. Sozusagen den Kontext, in dem diese US-Wahl stattfindet, vielleicht kurz mal mit dem ersten monetären Chart sozusagen begleitend. Sie sehen hier die verschiedenen Quantitative Easing Programme der amerikanischen Notenbank, bezeichnet hier als Q1, QE1, QE2, QE3 und QE4. QE4 kam ja jetzt so ja ein bisschen verkappt sozusagen aus der Deckung, aber dafür umso stark. Und ich glaube, was erstmal, wenn Sie so wollen, eine Steilvorlage für den bestehenden Präsidenten ist, Sie sehen hier in den ersten 16 Wochen, das ist diese Grafik links, die Sie sehen, ist orange, mit welcher Power hier dieses Quantitative Easing Programm gestartet ist. Und eine Zahl, glaube ich, die sollte man sich schon merken, wenn Sie QE1 bis QE3 zusammenzählen, also die gesamten Billionen US-Dollar, die dort eingesetzt worden sind, allein in den ersten 16 Wochen von QE4 hat QE4 ungefähr 3/4 der gesamten Programme sozusagen erreicht in einem minimalen Zeitraum. Und Sie sehen, die haben hier unterschiedlich lang gedauert, QE1 Dezember 8 bis März 10 und QE2 und QE3 auch entsprechend länger. Also wie gesagt, das ist der gewaltigste monetäre Schub, der jemals kam und wie gerade schon erwähnt, wirklich eine Steilvorlage für den bisherigen Präsidenten. Wie schlägt sich das nieder? In einem exorbitanten Anstieg der US-Geldmenge M2 und das sind ja auch unsere sozusagen alten Recherchen und auch die Dissertation von Herrn Dr. Erhardt, der die monetären Zusammenhänge und die Wirkung auf die Börse schon in den 60er Jahren analysiert hat. Und M2 ist hier sozusagen ein Impulsgeber für die Börse in den USA. Also wir sehen, die Aufkäufe der Notenbank sind mehr oder minder unmittelbar in die Börse geflossen, in die Wertpapiermärkte. Die Konjunktur hängt jetzt erstmal hinterher. Keine Frage, das ist immer so. Aber wir sehen, wie gesagt, hier den Mega-Impuls der Liquidität. Ich glaube, das kann man sagen, ist der größte Liquiditätsimpuls aller Zeiten. Die Gelder gingen dann nach der Krise stark in die Staatsanleihen. Sie sehen das hier ganz am rechten Rand. Nochmal ein richtiger Rückgang bei den Renditen in den USA und in Deutschland. Hier ist ganz interessant, dass wir dieses alte Renditeniveau in den USA, die jetzt von 2012 bis 2019 unterschritten haben, diese 1,30, 1,50er Zone hier blau zu erkennen
Und in Deutschland, wie gesagt, sind wir auch nochmal mit neuen Renditetiefs unterwegs. Bisher, trotz der Erholung am Aktienmarkt, sehen wir immer noch keinen großen Druck bei den Staatsanleihen. Aber das wäre eine These für die nächste Zeit, dass wir mit den Zinsen hier wahrscheinlich sehr weit unten sind. Wenn sich die Konjunktur beruhigt, da deutet einiges darauf hin, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir die tiefsten Zinsen hier auch gesehen haben und leichten Aufwärtsdruck bei den Renditen sehen, im Grunde weltweit. Das können Sie auch daraus ablesen, dass die Inflationserwartungen eigentlich einen Boden gebildet haben. Wir haben jetzt so mittelfristige Inflationserwartungen, die sind knapp unter 2% in den USA und 1% in Deutschland. Also wir kommen jetzt weg von dieser unmittelbaren Deflationsgefahr. Glaube ich, ist auch eine wichtige Nachricht, dass die Zinsen vermutlich unten bleiben, aber nicht mehr ganz so tief bleiben werden, wie sie momentan sind. Es hat sich dann auch in einem extremen Druck auf die Renditen niedergeschlagen. Ich will es nur kurz ansprechen. Es ist nur nicht nur in der Hartwährungszone, Beispiele hier Deutschland, Niederlande, Finnland, sondern eben auch in der sogenannten Peripherie. Extremer Rückgang der Renditen. Sie sehen mittlerweile auch Griechenland 1,4, Italien 1,0. Die EZB kauft hier sehr dezidiert diese Anleihen auf und unser Eindruck ist ein Stück weit stärker noch in der Peripherie. Also im Grunde beeinflusst die Notenbank hier, die EZB, durchaus die Spreads und macht sozusagen hier auch eine besondere Art von indirekter Konjunkturpolitik, indem sie so eine Spreadsteuerung macht. Also die Peripherierenditen im Vergleich zu der Hartwährungszone Italien, wie gesagt, bei 1% runter, noch relativ attraktiv mit Griechenland zusammen, aber ansonsten, wie gesagt, der Euro-Rentenmarkt mehr oder minder extrem salopp formuliert ausgerutscht. Interessant in dem Jahr, aber auch in gewisser Weise nicht überraschend, wo gingen eigentlich die Gelder hin? Ich will mich jetzt hier nur auf den ganzen rechten Rand konzentrieren. Sie sehen das also hier zurück bis 2008. Und hier ist schon interessant, dass in diesem Jahr 2020 zwei Profiteure bisher gab. Das eine ist Cash, also Geldmarktfonds, und das andere ist Gold. Und wenn man mal zurückgeht bis ins Jahr 2008, und das ist sozusagen die besondere Botschaft, dann sehen Sie, dass hier in den ganzen Jahren hier davor immer andere Assetklassen, hier mal High-Yield-Bonds, hier mal die Merchant Market Debt, immer sozusagen führend war, was die Nettomittelzuflüsse anbelangt. Aber hier dieses Jahr 2020 parallel ist mit dem Jahr 2008. Also auch im Jahr 2008 floss sehr viel in Cash. Klar, wir hatten dort den großen Crash und auch die Lehman-Pleite. Und die Leute waren vorsichtig und sind in Cash gegangen. Und so eine ähnliche Situation, also bei Cash 1:1 und eben auch Gold, also zwei Defensiv- und Vorsichtsinstrumente sind die Assetklassen, wo die Gelder im Jahr 2020 sozusagen geflossen sind. Das kann man natürlich ableiten für die Zukunft, dass einfach noch sehr viel Gelder, wenn die Zinsen so niedrig bleiben, perspektivisch in den Aktienmarkt umgeleitet werden. Und das ist auch für die nächste Zeit eine unserer Kernüberlegungen, zumindest über die mittlere Frist. Die Rezession ist abgehakt. Das sehen Sie hier auf dem Chart auf Seite 8. Wir haben praktisch eine Situation, wo Länder, fast alle Länder, nämlich hier fast 100%, sehen Sie ja ganz am rechten Rand, in der Rezession waren fürs Jahr 2021 praktisch keins mehr. Das ist, wenn Sie so wollen, die kürzeste Rezession fast aller Zeiten. Und es gibt auch Länder, zum Beispiel China, die per Definition überhaupt keine Rezession hatten. Weil normalerweise definieren Sie ja Rezession als zwei Quartale hintereinander rückläufigen Wirtschaftswachstum. Und in China war das nur ein Quartal. Also wir haben ein schwaches erstes Quartal, im zweiten Quartal schon wieder positives Wachstum. Die europäischen Länder und auch die USA haben eine klassische Rezession mit zwei negativen Quartalen, aber kommen jetzt unmittelbar wieder raus aufgrund der vorhin erwähnten extremen geldpolitischen Impulse, aber auch fiskalpolitischen Impulse. Es gibt einige Analysten, die das hochgerechnet haben. Also der gesamte Betrag, der fließt bzw. kommen soll, über Quantitative Easing, über Fiskalprogramme, addiert sich auf 21 Billionen US-Dollar. Und wie gesagt, in der Kombination auch nochmal aus Geld- und Fiskalpolitik der extremste Impuls, ich hatte es vorhin schon erwähnt, aller Zeiten. Wer hat sozusagen diese Bewegung angeführt? Ganz klar der Nasdaq und insbesondere der Nasdaq 100 war der absolute Führer in dieser Entwicklung. Das sehen Sie hier nochmal in der wirklich beeindruckenden Art und Weise, wenn Sie den Nasdaq vergleichen mit dem MSCI Welt außerhalb der USA. Also man bereinigt sozusagen den MSCI Welt, den 60% Anteil der USA nimmt man dort raus
Und dann sehen wir eben, dass hier diese Nasdaq-Unternehmen und da insbesondere die Big Seven diese Erholung und diese die extrem anführen. Gibt auch interessante Recherchen mittlerweile. Wenn man diese großen 7 Gewinneraktien sozusagen rausnehmen würde seit dem Tief am 23. März dieses Jahres, dann wäre die Erholung im S&P nur halb so hoch ausgefallen, wie sie schlussendlich ausgefallen ist. Also wir sehen eine extreme Marktkonzentration auf diejenigen, die die Gewinner sind in dieser Krise. Das sind natürlich Online-Unternehmen, das sind die bekannten Amazons, die Alphabets dieser Welt, auch Netflix, die natürlich hier über die Streaming-Seite extrem gut unterwegs waren. Also eine extreme Verschiebung, wenn Sie so wollen, zu den Starken bzw. zu den Allerstärksten. Oft wird diskutiert, die Aktien kann man eigentlich gar nicht mehr kaufen, sind extrem teuer. Natürlich sind sie nicht hinterhergeworfen. Wir bewegen uns momentan beim Nasdaq 100. Sie sehen es auf der rechten Seite beim KGV von knapp über 40. Aber man darf eben nicht vergessen, was die Alternativen sind und muss die niedrigen Zinsen, komme ich gleich nochmal drauf, mit einkalkulieren. Und dann sind wir natürlich schon trotzdem ein ganzes Stück weit entfernt von diesen absoluten Bubble-Szenarien 2002 und auch 1999 beziehungsweise 2000. Ja, der Markt ist teuer, aber in gewisser Weise ist diese Bewertung auch gerechtfertigt, weil es eben sehr spezielle Unternehmen sind, weil es monopolistische Unternehmen sind, die sehr gute Umsätze machen, wo die Margen stimmen. Also insofern kann man das durchaus fundamental erklären. Anderes Thema ist das zurückgebliebene oder die zurückgebliebene Bewertung von Europa im Vergleich zu den USA. Wir haben das hier mal gezeigt, Basis Kursbuchwerte. Sind hoch mittlerweile auf 3,8, also haben ein neues Bewertungshoch erreicht. Also dieses vorhergehende Hoch aus dem Frühjahr 2020 ist jetzt mit diesem Anstieg überschritten worden. Hier sind wir in der Eurozone noch ein ganz schönes Stück weit entfernt. Also insofern unter Bewertungsgesichtspunkten sind sicher auch europäische Aktien, wenn nicht in der Breite. Aber wenn man ehrlich ist, sind die Aktien in der Breite eigentlich nie interessant, sondern es sind immer nur bestimmte einzelne Aktien beziehungsweise Gruppen oder Sektoren, die interessant sind. Das sehen wir in dem hier eben auch mit riesengroßen Unterschieden zwischen den Gewinnern Technologie und Healthcare und zwischen den Verlierern, beispielsweise Banken und eben alle diejenigen Aktien, die mit Tourismus zu tun haben, die natürlich nach wie vor große fundamentale Probleme haben. Eine Schlüsselgröße, glaube ich, für die Zukunft ist einfach nochmal der Vergleich zwischen Aktien und Renten. Sie sehen es hier wieder, wir haben momentan eine Gewinnrendite im MSCI Welt von 4,6. Das ist natürlich jetzt ein Stück weit niedriger als die über 6, die wir zum Zeitpunkt des Crashs Höhepunkt hatten. Aber was ist die Alternative? Deswegen haben wir hier die blaue Linie mit integriert als sozusagen approximative Weltrendite. Gezeigt durch ein Drittel Renditen, 10-jährige Staatsanleihen, USA, Deutschland und Japan. Und vor dem Hintergrund sehen Sie eben, dass wir hier bei Null sind. Das heißt, die Alternative zu Aktien sind langlaufende Staatsanleihen, also wirklich, wo nur noch ein Durationsrisiko da ist, aber kein Zins mehr auf der anderen Seite da ist. Und das ist, glaube ich, eine Schlüsselgröße, dass Aktien perspektivisch durchaus in jedem Portfolio dabei sein sollten. Interessant ist, dass wir noch keine bei den Privatanlegern alles andere als eine Euphorie sehen. Sie sehen, dass wir hier das All-Time-High im S&P 500 haben, 3.508, momentan noch ein Stück weit höher, wie ich hier reingegangen bin auf Future-Basis. Und unten sehen Sie, dass das Sentiment noch relativ gedämpft ist bei den Privatanlegern. Also immer dann, wenn diese Linien über 20 Richtung 40 sind, dann ist eine große Euphorie da. Da sind wir momentan Kilometer weit davon entfernt. Also wir bewegen uns nach wie vor auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Die Leute sind sozusagen von diesem Anstieg überrascht worden. Es gibt zwar einzelne spekulative Exzesse. Sie sehen das an einer oder anderen Online-Börsen. Aber das sind dann eher, ich sag mal, sehr gut informierte Anleger, die dort handeln und unterwegs sind. In der Breite ist der amerikanische Privatanleger bei dieser Aufwärtsbewegung eigentlich kaum dabei. Thema, was ich noch kurz ansprechen wollte, für die Zukunft, und zwar mal für 10 Jahre jetzt nach vorne geguckt. Wenn Sie mal vergleichen, welche Performance in den 2010er Jahren in den Assetklassen aufgetreten sind für die USA, dann sehen Sie, das waren knapp 16% in Aktien, also Wertentwicklung plus Dividenden für Unternehmensanleihen, auch beeindruckend 9,5%, Staatsanleihen 8%.
und Treasury Bills, also im Geldmarkt sozusagen 0,7. Und wir müssen uns jetzt das sozusagen mal in Relation setzen, wo wir momentan stehen. Also wir haben momentan Dividendenrenditen S&P, die sind bei 1,6, ja, also nur die Dividendenrendite. Wir haben Unternehmensanleihen bei 1,64, da gibt es immer noch eine gewisse Laufzeit, also es sind jetzt keine Einjährigen, sondern wir haben eine Laufzeit ungefähr bei 6. Sie haben Staatsanleihen und zwar 10-Jährige von 0,73 und die Treasury Bills sind im Grunde fast bei 0. Inflationsrate ist hier bei 0,99, aber wie gesagt steigend. Und die Überlegung ist, dass man, wenn man überhaupt sozusagen in vernünftige Renditedimensionen kommt, bei Staatsanleihen und bei Unternehmensanleihen kann das ja im Grunde nicht der Fall sein, weil wenn die Zinsen steigen, dann haben sie Kursverluste auf die bestehenden Papiere, sodass diese Renditen, die jetzt momentan da sind, eigentlich ins Negative drehen können. Und bei Aktien haben sie sehr, sehr niedrigen Dividendenrenditen. Wenn man nochmal davon ausgeht, dass die 2010er Performance bei Aktien nur schwer wiederholbar sein wird, und man unterstellt mal, dass man in den mittleren einstelligen Bereich kommt, 5 oder 6% für Aktien, dann kann das ja im Grunde nur gehen, dass die Gewinne steigen beziehungsweise die Bewertungsrelationen für den Aktien nach oben gehen. Das halten wir auch für wahrscheinlich, weil eben die Zinsen dauerhaft niedrig bleiben, wenn sie vielleicht auch ein Stück höher kommen sollten, ist sozusagen die Story eigentlich für die nächsten Jahre, dass die Bewertungsverhältnisse für Aktien nach oben gehen sollten, gerade natürlich für die guten Aktien mit einer guten Bilanz, mit einer guten Gewinnsituation. Und das ist sozusagen eine These für die nächsten Jahre, die sozusagen für uns hochplausibel ist. Und kurz noch zum Zins und Dividende. Sie sehen, wir waren hier sehr flexibel in der Steuerung, waren runter auf knapp 20%, ist auf der rechten Seite die Nettoaktienquote, also einschließlich aller Derivate, die im Fonds zu Absicherungszwecken eingesetzt worden sind, sind jetzt wieder fast am oberen Bereich von 50% mit 47,3. Also haben die Aktienquote im Grunde vor dem Hintergrund der konjunkturellen Verbesserung ganz, ganz stark nach oben genommen. Und wir haben hier nochmal die Themen skizziert. Das sind alles Zukunftsthemen aus unserer Sicht. Digitalisierung, Konsumverhalten, Gesundheit, Infrastruktur und halten uns eben fern aus solchen Sektoren wie Reisen, die in einer extrem schwierigen Situation sind. Also es ist große Zukunftsfähigkeit, vielleicht hier auch nochmal. Von diesen knapp 50% Aktien sind 34% vom ganzen Fonds, entspricht ungefähr 70% der Aktienquote im Zins und Dividende, die in diesen Zukunftsthemen angelegt sind. Hinsichtlich der Wahl noch, die Kollegen werden dann sicher noch mal stärker darauf eingehen. Wir haben die Situation, dass der Vorsprung von Biden, der rund 10 Prozentpunkte war, deutlich geschrumpft ist. Mittlerweile, die letzten Zahlen von heute Morgen waren bei 2%. Insofern bleibt die Präsidentschaftswahl offen. Wir glauben, dass der Wahlkampf weiter ruppig bleiben wird. Er ist es jetzt im Grunde schon. Trump sozusagen aus der Defensivposition heraus im permanenten Angriffsmodus mit allen möglichen Stories. Gewalt, Kampf gegen Gewalt wird eine große Rolle spielen. Insgesamt ist es nicht zu prognostizieren. Nochmal der Verweis auf die besondere Bedeutung von den Swing States. Wir haben ungefähr diese acht Staaten, um die es letztlich geht. In diese Staaten fließen auch über 90% der gesamten Wahlkampfausgaben, die in den USA getätigt werden. Also diejenigen Länder, wo sowieso blau oder rot gewählt wird, also die Demokraten bzw. die Republikaner, geht im Grunde gar kein Geld hin. Es bleibt offen. Unser Thema wird dann aber sein, wenn Trump gewinnen sollte, dann könnte diese Rallye durchaus nochmal per se weitergehen. Wenn Biden gewinnt, denke ich, wird es einige Unsicherheiten geben und die Sektoren könnten unterschiedlich sein. Also wahrscheinlich gibt es zusätzliche oder Regulierung im Finanzsektor, vielleicht auch in dem Healthcare-Sektor. Die Margen sind ja für viele Medikamente sehr, sehr hoch in den USA. Also da durchaus eine Verschiebung. Und das größte, wenn Sie so wollen, vorübergehende Risiko ist, dass es einen kompletten Wechsel gibt, also nicht nur einen demokratischen Präsidenten, sondern auch der komplette Kongress wechselt, also mehr oder minder komplett raus aus der momentanen gesplitteten Situation, Repräsentantenmehrheit, im Repräsentantenhaus die Mehrheit der Demokraten,
Und auf der anderen Seite eben der Republikaner, wenn hier komplett alles in die demokratische Richtung gehen sollte. Trotzdem perspektivisch, im langen Bild, vielleicht noch als letzten Gedanken, war die Wertentwicklung am Aktienmarkt unter demokratischen Präsidenten im Schnitt besser als unter republikanischen Präsidenten. Insofern eine Korrektur durchaus möglich, aber im langen Bild, denke ich, ist bestimmend, Zinsen bleiben niedrig, Inflation bleibt mit hoher Wahrscheinlichkeit unter Kontrolle. Insofern, denke ich, sollten Aktien in der strategischen Vermögensallokation in der Zukunft nach wie vor eine sehr, sehr große Rolle spielen. Das vielleicht mal von meiner Seite, will es jetzt zeitlich auch nicht überbeanspruchen und dann gebe ich gern weiter an die Nachredner. Einstmalen vielen Dank. Ja, vielen Dank, Dr. Kafarnik, für Ihre Ausführungen. Sehr, sehr spannende Einblicke zunächst mal auch in so makroökonomische Themen. Während Dr. Leber seine Kamera einschaltet und jetzt seinen Bildschirm am besten teilt im Präsentationsmodus, damit wir dann Ihre Präsentation auch sehen. Kurz der Hinweis von meiner Seite. Sie können natürlich auch Fragen stellen im Anschluss, aber auch jetzt während der Veranstaltung schon. Nutzen Sie dafür bitte nicht den Chat, sondern nutzen Sie das die F&A-Funktion für Fragen und Antworten. Da schaue ich rein und gebe die Fragen dann an die entsprechenden Diskutanten weiter. Dr. Leber, ich darf an Sie das Wort übergeben. Sie teilen Ihre Präsentation noch nicht, machen das aber gleich. Ich möchte erstmal das Publikum begrüßen. Ich glaube, viele Themen, die Herr Kafarnik angesprochen habe, sehen wir sehr ähnlich. Wir haben aber auch interessanterweise gesehen auf den Schaubildern von Dr. Kafarnik, unser Kapital ist gar nicht mehr so gefragt. Wir kriegen kaum noch Renditen, weil heute die Welt, glaube ich, weniger sich um das Kapital dreht, als auch um Innovation und Talente und Patente. Also da sind wir früher wichtiger gewesen als Investmentanleger, als wir es heute sind. Ich will mich streng an die Zeit halten und an die Vortragslänge. 10 Schaubilder zum Thema, wie geht es weiter mit den Wahlen? Und ich möchte vorher noch in den Kontext reingeben, ich hoffe, Sie sehen das. Ja, sehr gut zu sehen. An sich sind es 3 Themen, die wir im Moment abarbeiten müssen. Das ist A, die Corona-Krise und die Spätfolgen der Corona-Krise. Das ist die US-Wahl und eventuell ein Machtwechsel. Und der Brexit, der vollkommen aus der Diskussion verschwunden ist, der aber erhebliche Kosten haben wird. Ich fange nochmal mit dem Corona-Thema an. Die Zahlen sind unrühmlich, wenn Sie mal anschauen, wie die USA, wie viele Infizierte die haben. Ich hätte am Jahresanfang gedacht, dass die Politiker vernünftiger reagieren, zielgerichtet agieren. Stattdessen wurde viel Tamtam drum gemacht und auch interessant in den Ländern, wo Machos an der Regierung sind, wie Russland, USA, Brasilien und Indien auch in dieser Linie, ist die Infektion schlechter verlaufen oder schlechter gesteuert gewesen als in Ländern, wo Frauen an der Spitze standen. Die waren im Regelfall am besten dabei, Neuseeland zum Beispiel. Oder auch Deutschland haben sich recht gut gehalten in der Pandemiebekämpfung. Ich möchte dennoch Entwarnung geben. Die Zahlen steigen noch, aber was wir jetzt gerade gesehen haben, aktuelle Testzahlen, ist, dass die Tests wahrscheinlich zu empfindlich eingestellt sind. Also wahrscheinlich ist nur jeder 10., der positiv getestet ist, auch wirklich infektiös. Und viele Fallzahlen, speziell in Deutschland, kommen aus dem Reiseverkehr und wenig aus dem Inland. Und das weitere Thema in dem Zusammenhang ist, der Impfstoff ist kurz vor dem Eintreffen. Wahrscheinlich wird Trump vor der Wahl nochmal Impfstoffe freigeben, als einen kleinen Trumpf in den Wahlkampf hinein. Die Entwicklung war unglaublich schnell. Wir kennen noch nicht alle Nebenwirkungen, aber ich vermute, dass die großen Länder wie Russland, Indien, die USA, Europa, mit dem China sowieso mit dem Impfen anfangen werden, obwohl noch nicht alle klinischen Tests durch sind. Und wenn wir das haben, dann ist die Krise einigermaßen vorbei. Aber was wir noch nicht haben, ist die Arbeitslosigkeit. Die spüren wir noch kaum. Wir werden Privatkonkurse erleben. Ich denke nur an den Gastwirt, der sich irgendwie so durchgehangelt hat. Ich denke an die Tanzlehrerin meiner Schwester, die jetzt in einen Wohnwagen umgezogen ist, weil sie keine Tanzkurse mehr geben kann, ein Freiberufler. Ich denke an den Brezelverkäufer und so weiter. Es wird viele Privatkonkurse geben, die zeitversetzt kommen. Im Moment kauft die Politik Zeit. Man muss ja nicht Konkurs sofort anmelden. Der Konkurssachverhalt ist aber da. Und das heißt, die Folgen werden erst später sichtbar. Wir werden Immobilien-Notverkäufe erleben. Die Hotels werden ihre Eigentümer wechseln. Wir werden Unternehmensschließungen haben. Also als Autozulieferer in Deutschland, glaube ich, geht es einem nicht besonders gut. Man kann so ein Vierteljahr durch irgendwie durchmogeln, noch ein halbes Jahr, vielleicht anschließend mit Kurzarbeit.
aber dann ist irgendwann auch mal Ende. Und dann kommt eine schwächere Zuversicht und das geht erst dann in die Konjunkturzahlen wirklich rein. Interessant ist, dass in der aktuellen Krise Gewinner und Verlierer sich immer deutlicher unterscheiden. Ich habe mal hier geschrieben, Netflix gewinnt, die Kinos verlieren. Und das gilt für viele, viele Bereiche. Die virtuelle Ökonomie gewinnt, die physische Ökonomie verliert und es wird ein Keil getrieben zwischen die wirklich klaren Gewinner, die irre Margen abgreifen können, und die physischen Anbieter, die am Ende der Fahnenstange hängen. Wir haben gestern mit Kollegen darüber gesprochen, über die Amazon-Aktie. Amazon gewinnt im Cloud-Geschäft, ist Nummer 1 im Cloud-Geschäft, macht dort Margen von 80%, unglaublich profitabel. Aber es betrifft nur ganz wenige Anbieter, die das können und die anderen sind die, die verlieren dabei. Nach der Krise also sind die Starken stärker und die Schwachen schwächer und die Geldspritzen können nur verzögern, aber nicht Konkurse verhindern. Wir kennen aus der Betriebswirtschaft das Thema liquide, aber überschuldet. Das Geld ist da, aber die Überschuldung ist dennoch da und das ist ein Konkursgrund. Was passiert am 3. November? Das sind nur noch 2 Monate und wir haben links den Donald Trump, ein Bild eines befreundeten Fotografen. Wir haben Mike Pence, wir haben Biden und die Überraschungsbesetzung als Vizepräsidentskandidatin Kamala Harris, die, glaube ich, ideal positioniert ist, um aus dem langweiligen alten Biden, der nur die klassische weiße Wählerschaft eigentlich vor sich hat, auch die Vororte, auch die Innenstädte zu gewinnen, auch die Minderheiten zu gewinnen, die Frauen zu gewinnen. Und ich glaube, das ist eine Idealbesetzung, die Biden dort für seine Wahlkampfchancen gewählt hat. Die Statistik hat sich verengt. Auf diesem Schaubild, das vielleicht eine Woche alt ist, liegt Biden noch deutlich vor Trump. Die Zahlen haben sich in den letzten Tagen verengt. Was wir hier sehen, ist ein Konvolut verschiedenster Wahlkampfanalysen. Das sind diese Pünktchen, die wir sehen, und eine Aggregation. Und wenn das halbwegs stabil bleiben sollte, dann müssten Biden Harris gewinnen und die Demokraten im Senat eine Mehrheit bekommen. Das Repräsentantenhaus in den USA deckt heute die Wählerschaft ab. Der Senat deckt die Staaten ab. Und es war in der letzten Zeit so, dass die Mehrheit der Bevölkerung im Repräsentantenhaus demokratisch repräsentiert war und hingegen im Senat die Republikaner die Mehrheit hatten als Staatenmehrheit. Wenn das sich drehen würde, wie Dr. Kafarnik sagte, ist es sehr gut und sehr wahrscheinlich, dass wir 2 demokratische Häuser haben und dann würde Biden mit erheblichem Rückenwind agieren können oder Trump würde in der Fortführung fast nichts mehr durchbringen können, weil beide Häuser nicht mehr unter seiner Kontrolle stehen. Die öffentliche Wahrnehmung sagt, dass Trump unglaublich viele Anhänger noch hat. Also wenn man fragt aus Bekannten in den USA, dann ist die Stimmung immer noch sehr pro Trump. Speziell in der nicht-städtischen Bevölkerung, also zwischen der Ostküste, der traditionell liberalen Ostküste und dem sich modern fühlenden Kalifornien. Dazwischen haben wir traditionell republikanische Wähler, die sehr für Trump sind. Ich kann mir nur vorstellen, und was man auch sagen muss, die letzten Wahlvorhersagen waren falsch in der letzten Wahl. Die Wahl war nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen, das Trump knapp gewonnen hatte. Die Wahlaussagen waren damals sehr für Hillary Clinton. Man hat sich getäuscht, weil die vielleicht die stille Mehrheit sich nicht traut zu artikulieren. Ich kann mir nur vorstellen, dass Trump, wenn er nur 1 oder 2 Bevölkerungsgruppen verärgert hat in seiner Amtszeit, also sagen wir eine Bevölkerungsgruppe von 3% und die Seiten wechselt, dann hätten wir daraus eine Lücke von 6%, die in das demokratische Lager überspringen könnte. Und ich halte es für gut wahrscheinlich, dass Trump irgendwelche Gruppen verärgert hat in den letzten 4 Jahren und somit seine alte Machtbasis nur partiell geschrumpft ist, aber doch so stark, dass am Ende Biden die Wahl gewinnen könnte. Das ist meine Arbeitshypothese, Biden als Wahlsieger. Was passiert dann? Das ist ein Bild, das Ned Davis berechnet hat. Was passiert, wenn ein Republikaner, der Amtsinhaber ist, gewinnt? Das ist die obere rote Kurve. Dann steigen normalerweise die Aktienkurse im Verlauf des Wahljahres dann kräftig an. Wenn ein Amtsinhaber als Republikaner die Wahl verliert, das gibt es nicht viele Beispiele dafür, dann sacken die Aktienkurse nach unten weg. Und meine Hypothese ist, dass Trump verliert und die Aktienkurse nochmal bis im Jahresverlauf einen Rücksetzer erleben. Rücksetzer nicht nur aus Corona, sondern auch aus dieser Wahlunsicherheit heraus. Das muss nicht ein
wirtschaftsgetriebenes Urteil sein, sondern einfach ein Unsicherheitsthema, das die Kurse nach unten drücken könnte. Darum haben wir in vielen Fonds vollständige oder partielle Kurssicherung eingezogen, obwohl wir eine hohe Aktienquote haben. Ich habe nochmal reingeschaut in Trump. Was hat er eigentlich geleistet? Er hat Steuersenkungen durchgeführt, die massiv waren. Er hat gleichzeitig ein großes Staatsdefizit, das ich auf dem nächsten Blatt nochmal bringen werde. Er hat im Inland viele von den Ankündigungen nicht umgesetzt. Er toleriert, dass Wahlmanipulationen toleriert werden. Die Mauer, die angekündigte, ich sehe sie nicht. Obamacare wollte er abschaffen, es wurde nicht abgeschafft. Er wollte Hillary Clinton einsperren, lock her up. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Wahlkampfdiskussion, nicht umgesetzt. Ich hatte erwartet, dass große Investitionen in die Infrastruktur kommen, in die verrotteten Autobahnen und so weiter. Da sehe ich nichts. Und er hat in der Pandemiebekämpfung meiner Ansicht nach vollkommen versagt. Im Handelsbereich. Er hat bei der WTO den Austritt angedroht. Er hat die China-Handelsabkommen, hat Zollkriege geführt, wenig erreicht. Ich wüsste nicht, was effektiv rausgekommen ist dabei. Er hat mit Europa einen Zollkrieg angezettelt. Auch da sehe ich nicht, dass irgendwas dabei herausgekommen ist. Und für mich ist immer der Test, ich gehe in den Supermarkt, schaue nach den amerikanischen Whiskys und nach Erdnussbutter, zwei klassische Importartikel, und sehe dort, dass die Preise unverändert sind. Ich sehe nicht, dass ich irgendwas verknappt wurde oder irgendwelche Auswirkungen von diesen Europa-Handelskriegen. Im Transpazifik-Handelsabkommen ist er ausgetreten. Das Abkommen wird jetzt ohne ihn weitergeführt zwischen den verbleibenden Staaten. Ich glaube, 11 sind es. Und das NAFTA-Abkommen wird neu verhandelt, muss noch durch das US-Parlament hindurch. In der Weltpolitik hat er die NATO in Frage gestellt. In der Nahostpolitik hat er möglicherweise einen Erfolg erzielt. Die Annäherung zwischen den Emiraten und Israel ist möglicherweise ein Erfolg seiner Politik. Das Iran-Abkommen hat er gekündigt. Er hat jetzt keine Druckmittel mehr, weil er ausgestiegen ist aus dem Abkommen. Nichts erreicht. Und Nordkorea, ein kleiner Erfolg. Es wurde ein Abkommen in Singapur unterzeichnet. Andere Abkommen, Paris-Klimaabkommen, er ist ausgestiegen. WHO ausgetreten, UNESCO ausgetreten, Menschenrechtskommission ausgetreten. Und die Mittelstreckenwaffen, das Abkommen wurde gekündigt. Auch da gibt es jetzt für die Amerikaner keine Sanktionsmittel mehr. Das Defizit, wie groß ist das Defizit, das Trump angehäuft hat? Ich hatte mich da vollkommen verschätzt. Er wird wahrscheinlich bis zum Jahresende 3,8 Billionen, also 3.800 Milliarden, zusätzliches Staatsdefizit geschaffen haben. Das sind pro Amerikaner etwa $10.000. Das heißt, jedes Baby oder jeder heute Vierjährige hat in den letzten 4 Jahren $10.000 zusätzliche Staatsschulden mit in den Rucksack bekommen. Bei Obama waren es mehr, das war nach der Finanzkrise 6,8 Milliarden. Und somit ist Trump der Präsident mit den zweithöchsten Staatsdefiziten nach Barack Obama. Davor, alles, was wir erlebt haben, Reagan, Bush, alles harmlos. Und Clinton hatte sogar einen Überschuss. Wenn Biden erfolgreich ist, wird er viel reparieren und in Ordnung bringen müssen. Das Staatsdefizit müsste er eigentlich senken. Da das Schmerzen verursacht, halte ich es für unwahrscheinlich, dass es passiert. Ich vermute, das Staatsdefizit läuft auf heutigem Niveau weiter. Er müsste schauen, in die internationalen Abkommen wieder einzusteigen. Da sind die Amerikaner heute nicht dabei. Sie haben nichts mehr zu sagen. Es ist im hohen Interesse der Amerikaner, dort wieder dabei zu sein, um Zölle zum Beispiel zu verhandeln oder Sanktionen durchzusetzen. Er müsste die Glaubwürdigkeit in internationalen Gremien wiederherstellen, zum Beispiel im Umgang mit der NATO oder mit der Stationierung amerikanischer Truppen in Europa. Meiner Ansicht nach müsste die Umweltpolitik, die demontiert worden ist in den USA, wieder restauriert werden. Und von mir ein klares Statement, wenn die Demokraten gewinnen, wird Trump wahrscheinlich im Gefängnis landen, außer er wird begnadigt. Denn ich sehe sowohl vor seiner Amtszeit als auch während seiner Amtszeit einige Rechtsbeugungen, ob das Erschleichen von Krediten ist für seine Häuserfinanzierungen, ob das einige Rechtsbeugungen waren jetzt aktuell. Meine Arbeitshypothese, wenn Biden nicht begnadigen würde, wird Trump wahrscheinlich im Gefängnis landen. Ziemlich harte Aussage, aber ich halte das für ziemlich wahrscheinlich. Was hat das für Auswirkungen auf die Börsen? Der Herbst wird meiner Ansicht nach unruhig sein. Wir haben die Corona-Krise, die immer noch nachschlägt, speziell mit den Langfristfolgen im wirtschaftlichen Bereich. Wir haben die Unsicherheit durch die Wahl.
Wir haben die Unsicherheit bei einer Machtübergabe. Die Frage, falls Trump verliert, wird er die Macht freiwillig hergeben? Da hat er klar gesagt, falls er die Wahl verlieren sollte, dann spreche das für eine Manipulation und er wird sich wahrscheinlich sperren. Und wir haben den Brexit, der vollkommen ungebremst auf uns zukommt und wo wir wahrscheinlich im Januar dann schon Schlangen haben von LKWs, die an den Zollstationen abgefertigt werden müssen und nicht durchkommen. Falls Biden gewinnt, sehe ich eine Normalisierung und Stabilisierung in der Wirtschaft. Demokratischer Präsident, theoretisch wirtschaftsfeindlich, wie Herr Risse gerade sagte, oder und Herr Dr. Kafanik, normalerweise hat ein demokratischer Präsident bessere Börsenzahlen als ein Republikaner. Das spreche dafür, dass nächstes Jahr dann wieder recht gut wird. Die Zinsen werden niedrig bleiben, meiner Ansicht nach, denn erst wenn die Inflation ansteigen sollte, gäbe es eine Notwendigkeit, die Zinsen zu erhöhen. Aber wir haben einen Flächenbrand durch den Coronavirus, der noch jahrelang anhalten wird. Ich denke nur in Frankfurt auf der Zeil, die leerstehenden Kaufhäuser, die alle jetzt gekündigt wurden, die Folgen, diese Flächenbrände, wird man noch jahrelang sehen und die werden sich nicht leicht beheben lassen. Und These ist, die Gewinner werden stärker, weil die Wettbewerber an die Wand fahren. Mein Vergleich ist immer da klassisch zwischen, wer ist der Gewinner, die Buchungsfirma für Hotels oder der Hotelbesitzer. Und meiner Ansicht nach werden die Besitzer der Hotels Probleme bekommen, aber die Buchungsfirmen werden Gewinner bleiben. Meiner Ansicht nach wird Netflix der Gewinner bleiben und die Kinos werden weiterhin verlieren. Amazon wird gewinnen gegenüber dem stationären Einzelhandel. Also ich glaube, die Starken werden stärker und die Schwachen werden schwächer. Damit möchte ich zum Schluss kommen. Ich habe heute keine Produktinformationen speziell für Sie und würde viel lieber mit Ihnen diskutieren. Wunderbar. Herr Dr. Leber, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Gerne. Sind schon ganz spannende Fragen reingekommen, auch zu Ihrem Vortrag. Das machen wir dann in der Diskussion. Komme ich gleich auf Sie zu. Auch Fragen an Herrn Dr. Kafanik sind schon da. Und ich sehe, Frank Fischer sitzt da. Er wackelt noch ein bisschen. Die Kamera wird noch final ausgerichtet. Aber der Ton müsste auch an sein und ich denke schon. Können Sie die Zuschauer begrüßen, können dann Ihre Präsentation teilen, Herr Fischer, der CEO von Shareholder Value. Dann freuen wir uns auf Ihre Ausführungen. Der Mitarbeiter Scheler ist leicht im Bild zu sehen, wie er nochmal eben die Präsentation hochlädt. Und dann hätten wir danach Ihre drei Ausführungen zu den US-Wahlen und dann haben wir hoffentlich eine spannende, tolle Diskussion. Dann würde ich sagen, die Präsentation ist da. Herr Fischer, das Publikum ist das Ihre und das Mikro ebenfalls. Wunderbar, vielen Dank für die Intro. Ja, jetzt komme ich mal zu meiner Wahrnehmung, zu meinen Einsichten, die ich eben bei der Beschäftigung mit dem Thema Wahlen in den USA und mögliche Auswirkungen eben an den Kapitalmärkten habe, die ich gerne mit Ihnen heute teilen möchte. Zum einen, ich gehe davon aus, dies wird definitiv der schmutzigste Wahlkampf in der Geschichte der USA. Und es ist so, dass Trump tatsächlich sehr viel Erfolg hat, quasi als der Racheengel der Globalisierungsverlierer. Er ist derjenige, der dieses Land entzweit und der die Verlierer aus der Globalisierung um sich schart und das ganze Land spaltet und die Kultur richtig vergiftet. Er fördert und gießt quasi Öl ins Feuer, die Fremdenfeindlichkeit. Er ist selber Rassist. Und das Thema Rassismus, weiß gegen schwarz, das haben Sie bestimmt auch in den Fernsehen und in den Medien verfolgen können, ist sehr beherrschend. Es geht aber nicht nur um das Thema Rassismus, weiß gegen schwarz, sondern auch liberal gegen konservativ. Und diese Themen, die bringen das ganze Land in Aufruhr und führen zu richtiger Unruhesituation und haben natürlich langfristig sehr, wenn das weitergeht, und das ist nicht ausgeschlossen, dass es mit Trump nicht weitergeht, sehr nachteilige Konsequenzen, die weit über das hinausgehen, was man auf den ersten Blick vermuten würde. Damit möchte ich Sie heute etwas beschäftigen und Ihnen zeigen, warum ich zu dieser Einsicht komme, wie schmutzig dieser Wahlkampf ist und wie er geführt wird. Da habe ich Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht. Und natürlich auch das Thema, das gesamte Rassismus-Thema, was wirklich auch dazu führt, dass Sportevents einfach nicht stattfinden, weil die Sportler nicht hingehen. Sowohl in American Football wie auch in Basketball verweigern sich die Sportler überhaupt aufzutreten, weil sie sagen, in so einem Umfeld
bin ich nicht Profi, sondern bin ich einfach erstmal jemand, der gegen den Rassismus vorgeht und ich bin nicht bereit, hier meine Performance zu bringen. Also das Land ist wirklich komplett gestört und Trump hat es sehr erfolgreich geschafft, diesen Globalisierungsverlierern als die, ja, als das personifizierte Racheengel-Geschöpf dazustehen und sie alle hinter sich zu scheren und zu sagen, schaut, das wolltet ihr doch von mir. Ich zeige euch, dass die anderen auch verlieren können. Nicht nur ihr seid die Verlierer. Also von daher sind die Wähler, die hinter ihm stehen, sind beliefert worden mit dem Versprechen, nicht America great again, das hat nicht geklappt. Aber zumindest gehören sie jetzt nicht mehr alleine zu den Verlierern, sondern das ganze Land hat verloren. Und damit fühlen sich die Verlierer relativ besser. Und genau das ist das Risiko, dass in Amerika so weitergeht. Wir sehen eben tatsächlich Waffenliebhaber gegen Pazifisten antreten. Und diese Idee von Amerika als ein Symbol der Toleranz und Freiheit, quasi als der Hoffnungsfixstern für den Rest der Welt, der eine riesige Anziehungskraft hat, liegt tatsächlich aufgrund seiner Aktivitäten in den Trümmern. Damit verliert eben die USA an Wettbewerbsfähigkeit. Das ist etwas, was tatsächlich mittel- bis langfristige Auswirkungen hat. Da gehe ich noch näher drauf ein. Wenn man sich anschaut, wie dieser Wirtschaftskrieg und der Protektionismus, den er hat mit den Vergeltungszöllen, die er nicht nur gegen China, sondern gegen eigentlich die ganze Welt entsprechend arbeiten, das führt zu insgesamt reduziertem Wirtschaftswachstum. Wenn wir mit Corona nicht schon genug zu tun haben, dann hilft uns Trump dabei, dass wir eben aufgrund seines Wahns mit diesem Wirtschaftskrieg tatsächlich noch mehr Druck bekommen auf die Wirtschaft. Die Auswirkungen können tatsächlich dazu führen, dass wir auch in das Thema Splinternet gehen. Also, das bedeutet, wir könnten in eine Situation kommen, wo eben nicht nur in China und in den USA, wir verfolgen jetzt an TikTok das Ganze, eine Aufteilung bekommen. In China können die US-Internetgrößen nicht agieren, wenn sie sich nicht dem Diktat der Zensur unterwerfen. In den USA ist es so, dass wir das Thema haben, dass wir tatsächlich eben jetzt TikTok nicht mehr zugelassen bekommen sollen, auch wenn sich TikTok dagegen wehrt. Und in den USA ist es so, dass man eben sagt, Mensch, können wir da noch mehr machen und die Chinesen eben ausgrenzen, indem man zum Beispiel auch die Chips ihnen nicht mehr liefert, sodass sie eben keine Handys mehr produzieren können. Also ein Krieg auf breiter Front, der sich natürlich auch in Europa auswirkt, denn es ist nicht zu verkennen, dass wir auch jetzt gerade in der Form von der Frau Vestager, die eben in der Lage ist zu sagen, wir müssen diese globalen dominanten Internetkonzerne auch in Europa einschränken. Es kann also sein, dass das sogenannte Splinternet, ein Internet, was sich eben aufsplittet, aufteilt, uns wirklich beschäftigen wird, sodass versucht wird, dass jeder Block, EU, Asien, China ganz besonders und Amerika eben versuchen, separat ihre Partikularinteressen durchzusetzen und sich zu schützen. So, jetzt schaue ich mal. So geht es weiter. Wenn man sich anschaut, was diese Politik für Auswirkungen hat, dann ist es so, dass wir eine Sogwirkung für die Talente haben, für die akademische Intelligenz, namentlich im Bereich Silicon Valley, also von San Francisco bis Palo Alto, die ganze sogenannte Bay Area. Dort habe ich eben den Liberalismus. Dort sind eigentlich, wenn man so möchte, die Freaks, die Spinner. Das sind die Kreativen, die liberalen Menschen, die dort ihr Zuhause finden und deren Ideen die Welt revolutionieren. Oder Boston an der Ostküste, wo wir den ganzen Biotech haben. Also dort haben wir wirklich unheimlich viel im MIT, natürlich auch technische Kompetenz, aber sehr viel auch in dem ganzen Bereich Medizintechnik und Biologie. Und das ist eine quasi magnetische Anziehungskraft bisher gewesen für die akademische Intelligenz. Diese Innovationszentren, die drohen auszutrocknen, dadurch, dass eben die Talente nicht mehr hingehen. Am Beispiel meines Cousins, der mit einer Iranerin verheiratet ist, möchte ich das einfach mal zeigen. Dadurch, dass die Nushin hat bei Google gearbeitet, ist Ophthalmologin, also sprich im Augen, der Augenheilkunde unterwegs. Und natürlich ist man als Iranerin mittlerweile, selbst in Kalifornien, bedroht durch das, was Trump eben macht. Und man ist nicht mehr gewünscht. Und mein Cousin ist Deutscher
Und der hat jetzt auch nach vielen, vielen Jahren die USA verlassen und ist in die Schweiz gezogen. Andere Menschen kommen gar nicht erst dorthin. Ich habe gerade gelesen von einer Columbia-Universitätsprofessorin, die sagt, amerikanische Talente, die kann ich gar nicht mehr in die akademische Forschung ziehen, weil aufgrund der hohen Kosten für die Ausbildung an der Universität ist es so, dass die sich das gar nicht erlauben können, eine niedrig dotierte akademische Stelle anzunehmen. Die müssen erstmal ihre Schulden zurückführen. Also bin ich darauf angewiesen, ausländische Talente, für die das immer noch akzeptabel ist, weil auch die Ausbildungskosten der Universität nicht so hoch sind, die sind eigentlich das Rückgrat dessen, was ich an Forschung benötige. Und die dürfen jetzt nicht mehr kommen und sie wollen auch nicht mehr kommen. Das heißt, hier fängt es an, dass diese fehlenden Talente mittel- bis langfristig mir, Frank Fischer rausgeflogen zu sein. Herr Dr. Leber, Sie hören mich? Ich höre und sehe Sie gut. Ja. Dann müsste ich einfach nochmal einwählen. Ich glaube, dann machen wir. Genau, vielleicht. Aber ich habe ja schon Fragen reinbekommen. Ja, ich sehe schon, es wählt sich wieder jemand ein. Gut. Ja, Frank Fischer ist wieder da. Prima. Frank Fischer ist schon mal wieder da. Ach, das sieht so, wir vier hier mit diesen Kacheln, sieht schon nett aus. Frank Fischer, wir hören Sie schon. Ich bin jetzt wieder da. Ich weiß nicht, warum das gerade weggebrochen ist, aber so war es halt. Jetzt gehe ich wieder in den Bildschirm, wenn ich das freigegeben bekomme. Sehr gerne. Dann können wir unsere Videos nochmal beenden, die anderen Teilnehmer. Und können Sie mich sehen? Ist die Präsentation wieder da? Ja, die ist da. Die Folie, glaube ich, hatten wir noch nicht gesehen. Die hatten Sie noch nicht gesehen, okay. Also das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist, dass Sie von Ihrem Bruder sprachen, von den Ausbildungskosten in den USA. Und da war es dann irgendwann zu Ende, nach meiner Erinnerung. Okay. Also es ist so, das war tatsächlich nicht mein Bruder, sondern mein Cousin. Mit seiner Frau, die eben als Iranerin sich nicht mehr wohlgefühlt hat in den USA. Und mein Cousin, der eben auch wirklich Jahre in Silicon Valley verbracht hat, hat sich entschieden, nach Basel umzuziehen. Genauso ist es, dass eben andere Talente gar nicht mehr in die USA gehen. Ich hatte ausgeführt, ich weiß nicht, ob das zu hören war, dass eine Professorin eben nicht in der Lage ist, ihre Stellen zu besetzen, weil diese Talente aus dem Ausland sehr gerne kommen würden, aber nicht rein dürfen und umgekehrt die US-akademischen Talente nicht die Möglichkeit haben, mit den Gehältern, die dort gezahlt werden, ihre enormen Schulden, die sie eben durch die Ausbildung an den US-Universitäten haben, zurückzuführen. Dementsprechend gehen die direkt in die Wirtschaft und das bedeutet, die Forschung verliert. Damit ist eben die akademische Intelligenz bedroht und durch dieses Verhalten verliert eben diese Sogwirkung, die ist nicht mehr vorhanden. Diese magnetische Sogwirkung vom Silicon Valley für die Talentschmiede der Welt, das ist etwas, was durch die Einwanderungspolitik von Trump gefährdet ist. Er lässt keine Chinesen und Inder mehr rein. Die Chinesen sind nicht nur sehr viele Menschen, sondern sie haben eben auch eine sehr große Arbeitsdisziplin und sehr viel Talent. Und das ist das Dilemma, was eben dann tatsächlich sich auswirkt. Die kulturelle Strahlkraft der Offenheit, des Liberalismus und die politische Attraktivität ist so schwach, deswegen hat das auch wirklich Auswirkungen auf den US-Dollar, weil das eben insgesamt die Wettbewerbsfähigkeit der USA schwächt. Und das ist etwas, was man eben mitsehen muss, wie langfristig solche Auswirkungen sind. Trump hat eben klar gesagt, auch zu den Abgeordneten, geht zurück in die Länder, wo ihr herkommt. Wenn ihr Migrationshintergrund habt, dann seid ihr auch keine richtigen Amerikaner.
Also seine Intoleranzen, sein Rassismus, der hört auch nicht bei Amerikanern auf, sondern diese Menschen werden von ihm, selbst wenn sie amerikanische Staatsbürger schon sind, werden diese Menschen bedroht. Und genau das ist das, was die Gesellschaft spaltet. Ich habe hier Ihnen mal was mitgebracht, um zu zeigen, wie schmutzig tatsächlich dieser Wahlkampf geführt wird. Wir haben hier das Beispiel der digitalen Manipulation. Auf der rechten Seite sehen Sie Joe Biden, so wie das Bild tatsächlich ist. Und auf der linken Seite, das ist etwas, was Sie von der Washington Post sehen können, dort ist ein Video, was Sie auch sonst im Internet noch finden, das ich jetzt aktuell nicht mit Ihnen teilen möchte. Ich habe ein anderes mitgebracht, das noch dramatischer ist. Aber Sie sehen die Manipulation, die dort vorgenommen wurde. Er zeigt einen gebrochenen Menschen, nicht einen auf der rechten Seite ruhigen, vielleicht eine Pause machenden oder reflektierenden, sondern jemanden, der tatsächlich eben aussieht, als wäre er kränklich und schwächlich auf der linken Seite. Die Farben wurden angepasst, es wurde in den falschen Hintergrund gesetzt und dementsprechend wird manipuliert. Das heißt, die Aussagen von Trump erfolgen auch im digitalen Manipulationsstil. Jetzt möchte ich sehr gerne Ihnen ein Video teilen und Ihnen mal zeigen, wie eben Trump die Demenz oder die mentale Schwäche von Joe Biden thematisiert, um dort sein Gift zu verspritzen. He went, he became president, I didn't go and I'm still vice president. And in addition to that, we have to make sure that we are in a position that we are... Think about it. Everybody has known from day one how smart, how bright Hillary is. Everybody knows how tough she is. You know, the rapidly rising So be successful. I sincerely hope some of you become millionaires and billionaires. I mean that. But engage. You know, there's a during World War II, where Roosevelt came up with a thing was totally different than Yeah. Hier komme ich zum Abschluss, um einfach zu zeigen, wie er das zusammenschneidet, um eben die Punkte, in denen Joe Biden tatsächlich nicht mal geglänzt hat bei seinen Auftritten, dazu genutzt werden, ihn zu diskreditieren. Und das ist so, dass dieses Gift tatsächlich eben zu wirken beginnt. Wenn wir uns die Wettquoten anschauen, Trump versus Biden, dann sehen wir, es wird eng, dass Trump Gift wirkt. Das bedeutet, dieser Wahlkampf bringt uns eine Unsicherheit und die wird uns wahrscheinlich im September noch beschäftigen. Bevor ich aber auf die Auswirkungen dieser Giftspritze nochmal komme, was das für uns als Konsequenz für die Börsen betrifft, hier nochmal die drei Kernpunkte zur Präsidentschaftskandidatur. Was ist, wenn er doch gewinnt? Die Angst der Investoren ist der sogenannte Clean Sweep, also der totale Kehraus, wo eben sowohl im Senat wie auch im Kongress die Demokraten die Mehrheit haben, was zu höheren Steuern führt und eben Bremswirkungen auf die Wirtschaft hat. Aber es ist so, dass typischerweise die Schwäche eines Wahljahres, in die Republikaner die Präsidentschaft verlieren, in den Jahren nach den Wahljahren im Durchschnitt umgekehrt wird und sich das dann wieder normalisiert. Also ja, das könnte eine temporäre Belastung werden, aber typischerweise geht das dann weiter mit einer guten Entwicklung. Und es ist sehr wichtig, denn auch die Demokraten, dort gibt es eben auch Ecken, die konservativer sind und einen liberalen, progressiven Flügel. Und Biden muss die beide auf sich einschießen, dass sie eben sagen, wir sind voll hinter ihm und der Wahlkampf wird eben sehr hart geführt werden müssen, um überhaupt die Chance zu haben, bei dieser Manipulation zu gewinnen. Jetzt komme ich mal auf die Auswirkungen. Hier sehen Sie den sogenannten Präsidentenzyklus. Also das, was wir eben haben jetzt in diesen entsprechenden Zeitperiode eines typischen Präsidentenzyklus, wo es zur Wahl kommt. Da sehen wir, dass wir eben ab Anfang September typischerweise in eine Konsolidierungs- oder Abwärtsphase kommen können. Bisher
ist es ja fantastisch gelaufen. Durch die Liquiditätsschübe und die Fiskalschübe von der Fed haben wir einen super Lauf gehabt an der Wall Street. Aber zumindest eine Pause ist nach dem sogenannten Präsidentenzyklus plausibel. Und wenn wir uns das Saisonalitätsmuster anschauen, dann sehen wir, dass das ähnlich indiziert ist. Also der typische Verlauf im Aktienmarkt saisonal, das heißt, was passiert eigentlich in diesen Monaten normalerweise am Markt, ist es so, dass man ja auch sagt, sell in May and go away. Und dann gibt es eben so dieses Thema, du kannst dann auch wieder zurückkommen und kannst dann wiederum Ende September, Anfang Oktober sind typischerweise die Schwächephasen hinter uns. Hier sieht man das. Und das bedeutet, wir haben sowohl von der Saisonalität wie auch vom Presidential Cycle einen schwachen September vor uns oder eine Konsolidierung im September. Das muss ja nicht eine größere Korrektur werden. Es ist aber auch angezeigt von der Grafik, die ich Ihnen jetzt nicht mitgebracht habe. Das Put-Call-Ratio, also das Verhältnis der Kauf- zu den Verkaufsoptionen, ist auf einem 6-Jahres-Extremwert. Die Leute glauben, es geht immer nur nach oben. Und das sind alles Elemente, die wir eben auch finden in zum Beispiel NIM oder Investors Intelligence, also in den Sentiment-Maßen haben wir Euphorie. Und das kann bedeuten, dass wir eben zumindest temporär mal Luft holen und eine Konsolidierungs- oder Schwäche-Abwärtsphase gehen. Typisch auch für so eine Wahlkampfsituation. Was bedeutet das jetzt bei den einzelnen Sektoren? Normalerweise ist es so, dass in dieser Periode eben High-Beta und zyklische Bereiche zur Outperformance tendieren. Covid bremst noch, sage ich dazu, weil es kann ja durchaus sein, dass wir eben noch in dieser Wahlkampfzeit auch ein Vakzin, also ein Impfstoff von Trump aus dem Hut gezaubert bekommen und er das eben versuchen wird, um mit diesem Momentum die Wahl zu gewinnen und zu sagen, schaut, ich mache America great again und das ist alles, dieser Covid-Albtraum liegt hinter euch. Die Small Caps und Value ist immer noch sehr gedrückt. In einigen Ecken sind wir dort ja auch investiert und leiden darunter. Wir haben eben in diesem Bereich year to date, also für das laufende Jahr, mehr als 20% Verlust noch auf der Uhr, wohingegen eben die modernen Value-Titel, die laufen sehr gut und das macht sich eben bei uns unabhängig in den Mandaten sehr unterschiedlich bemerkbar. Wir gehen aber davon aus, dass wir eben noch etwas brauchen, bis die Small Caps und Value-Ideen, die von der wirtschaftlichen Erholung abhängig sind, auch wieder Lebenszeichen von sich geben. Und die sind wichtiger. Also das Thema Wirtschaft ist wichtiger als die Wahltendenz mittel- und langfristig. Was jetzt typischerweise passiert, ist eben auf dem Gesundheitswesen, auf den Pharma-Titeln, da ist dann sehr schnell auch ein Präsidentschaftskandidat dabei und haut gerne mal auf den rum. Dort kann er Wählerstimmen für sich gewinnen, indem er sagt, die Pharma-Titel sind ja alle nur dadurch, dass sie so teuer sind, die Medikamente, da muss man da was runterregulieren. Und es kann dann temporär dazu führen, dass wir vielleicht den einen oder anderen Pharma-Titel, den wir für interessant halten, auch nochmal günstiger einsammeln können. Und natürlich auch Technologie. Dort soll eben diese monopolartige Situation und Struktur geregelt werden. Deswegen gibt es immer Druck in diesen Wahlkampfzeiten auf solche Branchen. Das ist plausibel. Hier mal kurz noch ein Blick auf unsere Mandate. Sie sehen, wie die sich unterschiedlich entwickelt haben. Der Frankfurter Value Focus ganz besonders angetrieben, eben durch die Technologietitel. Die Secunet hat jetzt gerade aufgrund der Initiative der Bundesregierung 2 Milliarden Euro an Forschungsgeldern für die Quantencomputer bereitzustellen, nochmal einen Extraschub bekommen. Und das macht sich bei uns in allen Mandaten, wo der Titel repräsentiert ist, sehr gut bemerkbar. Denn die Firma macht ja keine 300 Millionen Umsatz. Und jetzt wird ein riesiges Forschungs- und Entwicklungsbudget für die neuen sogenannten PKIs, das ist die Kernkompetenz, die DNA, der Secunet bereitgestellt. Und es kann sein, dass wir dort eben eine Antwort haben für das Schlüsselknacken. Also PKI ist der Schlüssel, um eben sichere Dokumente zu sichern, Netzwerke zu sichern. Und das kann mit Quantencomputern bedroht werden. Und deswegen forscht eben jetzt die Bundesrepublik mit vielen Technologiepartnern. Aber natürlich auch als Secunet, als der Schlüsselinhaber, ist davon natürlich auch besonders unterstützt durch diese Mittel, die eben jetzt gerade vergeben wurden. Und das hilft uns in den Mandaten. Auch im Frankfurt Aktienfonds für Stiftung ist das ein Top-Titel. Andere haben sich auch schön entwickelt. Wir sind auch sehr froh, dass der Frankfurter Stiftungsfonds sich schön erholt hat. Viele andere, die in diesem Total Return Bereich unterwegs sind und das anstreben, haben viel mehr gelitten. Wir kommen langsam wieder Richtung Nulllinie und freuen uns, dass wir mit dem modernen Value-Stil, den wir auch in Prima haben, sehr gut liegen
und schrittchenweise auch der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen zeigt, dass wir eben unserem Anspruch wieder gerecht werden. Ja, die Zusammenfassung. Das Stimulusprogramm ist noch nicht verabschiedet. Aktuelle Erwartung Ende September. Auch das ist etwas, wo wir sagen könnten, es könnte einen US-Government-Shutdown geben. Das passt eben in das Bild, was ich Ihnen gezeigt habe von dem Präsidentenzyklus, von der saisonalen Zyklus, dass eben der September eher schwächeln könnte oder zumindest konsolidieren. Wir haben auch die Peak-Fed-Policy als ein Risiko nachlassender Liquiditätsschub und dementsprechend auch ein Zinsanstieg. Denn die Rohstoffe, sprich zum Beispiel Kupfer oder auch das Bauholz, sind stark angestiegen. Dieser unsichere Wahlausgang, nichts mag die Wall Street weniger. Und das ist etwas, wo wir sagen, es könnte ein schwacher September werden. Wir bleiben eben immer noch in diesem Modus Handelskrieg mit China und dem Rest der Welt. Und das ist die nachhaltige Wachstumsbremse als Corona. Wir haben eine zerrissene USA, voll von Hass. Und der Image-Schaden Trump, der eben über der USA lastet, der droht uns weitere 4 Jahre erhalten zu bleiben. Das könnte sich nachhaltig auf den Dollar auswirken. Dieser Sehnsuchtsort USA verliert für die besten Talente der Welt seine Anziehungskraft und die Leute werden halt gesucht. Sie suchen Alternativen, um nicht in die USA gehen zu müssen. Biden hat eben tatsächlich kein erkennbares Programm, außer die Abschaffung von Trump. Daher wird dieser Wahlausgang eng. Ja, Sie können gerne auf meine Kollegen zugehen und mit Ihnen noch in den Dialog weiter eintreten. Danke, dass Sie meinen Ausführungen gelauscht haben. Vielleicht gibt es da noch ein paar Fragen dazu. Freue ich mich im Anschluss daran. Und Sie können es natürlich gerne auch auf den sozialen Medien verfolgen, auf YouTube abonnieren etc. Dankeschön. Wunderbar. Frank Fischer, vielen Dank auch für Ihre Ausführungen als Drittes jetzt hier. Und jetzt sind wir auch schon in dem Vollmodus, Herr Dr. Kafarnik, wenn Sie auch immer schön in die Kamera noch gucken, dann können wir jetzt eine tolle Diskussion führen. Sie können weiterhin über die Funktion F&A, also Fragen und Antworten, Ihre Fragen stellen. Einige sind schon rausgekommen. Sie haben ja jetzt am längsten nicht gesprochen, Herr Dr. Kafarnik. Ich fange mal bei Ihnen an. Es wird die Frage gestellt nach der Modern Monetary Theorie, eine Sache, mit der ich mich auch schon sehr beschäftigt habe, was Sie davon halten und ob das dazu führen wird, dass die Verschuldungsgrenzen von Staaten, die sich in eigenen Währungen verschulden, eigentlich gar keine Rolle mehr spielt, weil die Staaten über die Notenbanken unendlich unbegrenzt finanziert werden können. Im Grunde sind wir ein Stück weit da seit Corona spätestens schon drin, oder? Absolut. Ich meine, es gibt Länder, die haben da noch viel längere Erfahrungen. Schauen Sie zum Beispiel Japan an, die stehen bei 250% Staatsverschuldung und zwar seit Jahrzehnten. Diesen Rubikon haben wir jetzt überschritten. Beispiel im letzten Jahr, was gab es für eine Diskussion und ein Gezänk um 0,1% Veränderung von Italien Staatsschulden 2019. In dem Jahr geht es schwuppdiwupp 10 Prozentpunkte nach oben und für viele andere Länder auch im ähnlichen Ausmaß. Definitiv, wir haben eigentlich alle Regeln gebrochen und alle Rubikons überschritten. Die Geldpolitik hat es getan, die Fed kauft mittlerweile Junkbonds, die EZB kauft mehr oder minder gezielt Peripherieanleihen, um die Spreads zu beeinflussen. Why not? Man kann wirklich alles machen in diesen Zeiten. Corona hat da natürlich auch ein Eingangstor geöffnet für all diese Maßnahmen. Man kann das alles mehr oder minder blendend verkaufen. Bin komplett bei Ihnen. Die gibt es eigentlich jetzt schon mehr oder minder weltweit. In den USA wird sie offen diskutiert. Kann man durchaus vorstellen, wir bekommen dann eine Kontrolle der Zinskurve, also kann die Form, je nachdem, will ich die steiler oder flacher haben, auch steuern. Kann man auch ganz gute Konjunktursignale senden. Wenn man sie nämlich steil macht, gibt es dann schon wieder konjunkturelle Erholungstendenzen. Ich halte hier, wie gesagt, und nicht erst seit Corona, sondern vorher alles für möglich im geldpolitischen und eben auch im fiskalpolitischen Bereich. Ich versuche mal so ein bisschen thematisch zu ordnen, deswegen bleibe ich jetzt nochmal bei der Thematik und die Frage geht jetzt an Dr. Leber. Da ist nämlich die Frage gekommen, ob Sie denn tatsächlich glauben, dass die Notenbanken die Zinsen erhöhen werden, wenn die Inflation anzieht. Jerome Powell hat ja nun schon diesmal nicht in Jackson Hole, sondern digital, aber bei diesem jährlichen Notenbankertreffen verkündet, dass er von dem starren Ziel von 2% für jedes einzelne Jahr gerechnet weg will, sondern es ein durchschnittliches Inflationsziel von 2% gibt. Heißt, wenn ich in einem Jahr 0 hatte, dann kann ich im nächsten Jahr 4% tolerieren. Also die Frage, glauben Sie, dass bei anziehender Inflation tatsächlich die Zinsen erhöht werden? Ja, das glaube ich ganz bestimmt. Ich habe mal im Studium gelernt, there is no such thing as a free lunch. Es gibt nichts geschenkt auf der Welt. So, und wenn ich jetzt die Illusion erwecke, das Geld sei unbegrenzt verfügbar, man könnte es einfach ausgeben und es würde nichts kosten, dann ist das falsch.
Und die Frage ist, wie kommt sowas zu einem Ende? Da gibt es zwei Wege. Entweder sagt man, das mit dem Geld, also ich schulde dir zwar was, aber so rückzahlen möchte ich es nicht. Und das würde in einem Generationenkonflikt enden, wo also eine Generation sagt, danke, ich habe gut konsumiert und jetzt die junge Generation, für dich bleibt leider nichts mehr übrig, Pech gehabt. Also das wäre politisch sehr hart. Und der weiche Weg daraus ist zu sagen, ihr habt das Geld, ja, wir machen nichts damit, kauft euch ja was und die Waren werden teurer oder die Dinge werden teurer. Das ist also das Inflationsszenario. Und da es politisch sehr viel angenehmer ist, einfach die Inflation als einen externen Feind anzusehen, glaube ich, dass die Inflation irgendwann mal anziehen wird und dann die Notenbank sagen muss, okay, was ist mir wichtiger, die Geldwertstabilität oder die Wirtschaft? Und dann werden sie anfangen, etwas zu bremsen, aber sie werden sehen, wenn sie hart bremsen, ruinieren sie die gesamte Wirtschaft und werden es dann doch nicht tun. Das heißt, am Ende, glaube ich, werden wir das kann noch lange, lange gehen, noch viele, viele Jahre, aber irgendeinen Inflationsanstieg und die Notenbanken sehen, dass sie das Instrument, das sie immer in der Hand hatten, plötzlich nicht mehr bedienen können. Sie werden so tun, als ob, aber effektiv werden sie die Geldmenge nicht runterfahren können. Darum ein Szenario, lange, lange Zeit noch billiges Geld. Und darum beobachte ich die Inflationsraten immer sehr, sehr genau, weil ich glaube, an der Stelle werden wir am ehesten erkennen, ob der Konflikt zwischen billigem Geld und der Realität, wie der sich entwickelt. So, das heißt noch ziemlich lange, wenn ich es richtig verstehe, negative Realzinsen. Da spiele ich den Ball noch einmal zurück zu Dr. Kafarnik, weil ich weiß, dass man sich bei D&E ja mit dem Thema Edelmetallen beschäftigt. Ich denke jetzt eben mehr als bei Shareholder Value und bei uns. Wir investieren ja nur in Rentierliches sozusagen. Das heißt, die Sonne scheint fürs Gold weiter, Herr Dr. Kafarnik? Ja, definitiv. Wir haben im Gold eben die neuen Höchststände gesehen. Bei all der zwischenzeitlichen Euphorie darf man auch nicht vergessen, dass es ja wirklich lange gedauert hat. Wir hatten das letzte Hoch im Gold im September 2011. Also diejenigen, die damals gekauft haben, mussten wirklich einiges an Geduld mitbringen. Sind jetzt über dieses, also ich rechne jetzt in US-Dollar, in anderen Währungen hat man ja schon vorher neue Höchstkurse, sind dann auf diese 2017 gesprungen. Die Sentimentzahlen fürs Gold waren dann allerdings wirklich sowas von oben, dass diese Korrektur, und die war auch schon 10%, also wir sind bis rund 1.860 durchgereicht worden. Das ist sozusagen das kurze Bild. Im langen Bild glauben wir eben, dass die Inflation, ich hatte es vorhin skizziert, die Inflationserwartungen haben gedreht, dass die Inflation leicht nach oben geht. Realzinsen gerade am kurzen Ende, also Geldmarktzins minus Inflation, bleiben definitiv niedrig. Gold eher relativ knapp, nur bedingt vermehrbar im Vergleich zu vielen anderen Sachen. Also Gold-Story bleibt sozusagen definitiv für uns auf der Agenda. Kurzfristig, wie gesagt, durchaus Korrektur weiter möglich. Aber es kann ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen, so wie wir auch den Aktienmärkten extreme Schwünge sehen. Also schauen Sie nur den gestrigen Tag an, schauen Sie den heutigen Tag an, im DAX 450 Punkte gegenüber dem Tief von gestern. Also Sie können ja quasi eine Vorgipfelkonferenz machen, gehen wieder ans Screen und die Welt schaut komplett anders aus. Ja, so ist es tatsächlich. Ganz kurz noch, Buffett ist ja auch in Goldminen eingestiegen. Wenn Dr. Leber dazu noch eine spezielle Meinung hat, geben Sie die bitte ab. Aber eher das Gold in Form von ETFs oder als Barren im Tresor oder Goldminen? Die Frage an mich? Ja, erstmal an Sie, ja. Und dann, ja, falls Sie eine Meinung dazu haben, Herr Dr. Leber, dass unser Warren Buffett, unser intellektuelles Vorbild, jetzt in Goldminen investiert, dann interessiert mich das auch. Und da kann Frank Fischer natürlich auch was zu sagen. Ich weiß, der fährt ja auch immer nach Omaha, wenn es denn stattfindet. Also gern. Für mich ganz spannend. Erstmal, ich sage mal, an allen Facetten, physisch ETFs beziehungsweise auch als Goldminen, ist eine interessante Story in den letzten Wochen und Monaten. Alle Leute haben sich gefragt, warum kauft Warren Buffett nicht nach diesem Börsenabsturz? Und er hat ja im Grunde auch kaum verkauft. Im Gegenteil, er hat zum Teil einige Aktien, die zyklisch belastet sind, Airlines zum Beispiel, noch verkauft. Also scheint er, wir wissen, er hat vor kurzem in Japan nochmal zugeschlagen, also Anfang dieser Woche, und er scheint Gold eben als Value anzusehen. Deswegen auch der Kauf von Barrick. Also fand ich total spannend, dass er als Value-Investor jetzt irgendwie nicht bei Apple oder mittlerweile bei Apple auch drin ist, aber bei vielen Internetwerten zugeschaut hat. Und ich interpretiere es so, dass Warren Buffett Gold als Value sieht. Dr. Leber, Frank Fischer, irgendwelche Kommentare dazu noch? Ja. Für mich ist die Alternative, also klar, immer Goldminenaktien statt Gold. Ich habe auch neulich zu einem Kollegen gesagt, also ich hätte jetzt wieder mal richtig Lust, meine Goldminenaktie zu kaufen. Die letzten hatte ich, glaube ich, im Jahr 1980 im Studium noch. Für mich ist Bitcoin auch eine gute Alternative. Wenn wir überlegen, wie die politischen Repressionen überall zunehmen, wie wir ein
nicht vermehrbares, aber fungibles Instrument haben in Bitcoin. Da sehe ich stärkere Ausschläge als im Gold selber. Und Sie wissen ja, ich habe den Latini-Fonds drin. Für mich ist Bitcoin das Goldsubstitut. Ja, sehr interessant. Da muss ich dann ganz kurz einen Kommentar dazu abgeben, weil damit stellen Sie sich ja dann doch gegen Munger und Buffett. Ich erinnere mich an 2018, als ich in Omaha war. Und Buffett ließ in so einer 5-Minuten-Rede kein gutes Haar an Kryptowährungen. Und dann fragte er, Charlie, do you have any views? Und dann sagte er nur, Warren, you know, my opinions on cryptocurrencies are even worse than yours. Insofern, das fand ich ganz spannend. Frank Fischer vielleicht noch, falls es also irgendwie noch die Kernelemente, die ich eben sehe in dem Bereich Gold oder auch Alternativwährung, denn als solche kann man ja auch die Kryptowährung wahrnehmen, auch wenn wir dort nicht investieren. Wir gehen als portfolio-stabilisierendes Element auch gerne in physisches Gold über zum Beispiel den Xetra-DAX, der eben das Gold, Xetra-Gold dort hat. Das stabilisiert das Portfolio. Mit Turbo kann man eben in die Goldminen investieren, weil die wirken eben wie mit Hebel auf den Goldpreis, wenn man eine positive Meinung hat. Kurzfristig ist eben Gold allerdings auch schon so gut gelaufen, dass der Trend eben reif ist. Und wir haben jetzt eine kleine Korrektur hinter uns und es kann aber durchaus weitergehen, denn die Notenbanken sind noch nicht durch mit ihrem Programm. Wenn wir weitere wirtschaftliche Schwäche kriegen in einer zweiten Welle im Corona-Bereich, dann kommen die wieder. Also es ist nicht nur Fiskalpolitik, sondern eben auch die Notenbank wieder gefordert. Weil das jeder vermutet, sehen wir eben auch und auch zu Recht vermutet, denn die sind ja weit hinter dem Punkt, wo man zurückrudern kann, schon angelangt. Und das bedeutet, wir können davon ausgehen, dass wir nach einer normalen Konsolidierung tatsächlich dann auch davon ausgehen müssen, dass wir in das nächste Jahr hinein weitere Übertreibungen, Erholungen bekommen, dass dann auch Value wieder läuft, dass die zyklischen Titel kommen und dass wir neue All-Time-Highs an allen Börsenplätzen bekommen und natürlich diese extreme Liquidität sich auch inflationär dann bemerkbar machen kann. Und dann ist Gold wiederum bei negativen Trends für die Realzinsen ein sehr interessantes Element. Und über die Goldminen kann das noch besonders gut umgesetzt werden. Deswegen sollte man das, nur weil es eben jetzt schon so gut gelaufen ist, nicht ad acta legen, sondern als Teil des Mix mit in Betracht ziehen, um zu sagen, es hat eine Stabilisierung in Abwärtsphasen. Und über die Minen kann man eben eine Riesenperformance machen, wenn die Notenbanken es übertreiben. Und das haben sie definitiv getan. Ich möchte dazu nur sagen, warum das auch so wahrgenommen wird. 140% ist so dieser Punkt über 130, 140, wo es eben so ist, dass relativ zum Bruttoinlandsprodukt, dass eben Schulden nicht mehr einbringlich erscheinen. Und das ist die Historie, wenn man das über die letzten Länder sieht. Da war es genau bisher ein Land, was eben, sobald es die 130, 140% überschritten hat, nicht insolvent gegangen ist als Land. Und die USA arbeiten jetzt an den 140% Verschuldung von den Staatshaushalten. Und dementsprechend gibt es Gründe für diese Angst. Und ein Ausdruck dieser Angst und auch von Buffetts Impuls, denke ich, ist, dass es eine Versicherung ist, dass eben tatsächlich irgendwann diese Verschuldung, das kann noch sehr lange dauern, dazu führt, dass wir eben Probleme haben mit den extrem hohen Staatsschulden, die eben über die Corona-Krise nochmal enorm ausgeweitet wurden und noch werden. Deswegen ist Gold ein guter Bestandteil unserer Meinung nach auch im Portfolio. Und wir haben das auch im Frankfurter Aktienfonds Verstiftung, im Frankfurter Stiftungsfonds umgesetzt. Dort haben wir physisches als stabilisierendes Element und sind jetzt auch an den Goldminen dran. Wir glauben, da geht noch eine ganze Menge. Wunderbar. Also, wir haben ja so eine Stunde geplant. Da sind wir schon drüber, weil die Redebeiträge auch wieder ein bisschen länger waren. Wir haben aber noch sehr, sehr viele Teilnehmer, mehrere hundert. Ich schaue auf die Teilnehmerzahl. Ich würde sagen, wenn keiner was dagegen hat, dann, wir haben nämlich auch noch viele Fragen, dann diskutieren wir hier noch weiter. Ich finde es spannend. Würde aber bitten, die Antworten so kurz wie möglich zu halten, dass wir viele Fragen dann auch abhandeln können. Dann gehe ich mal weiter an Dr. Leber. Da kommt die Frage, besteht bei Trumps Wiederwahl nicht ein höheres Risiko als bei allen Präsidenten nach Nixon für die Anzettelung eines Krieges mit fadenscheinigen Argumenten, wenn er seine Ziele nicht mit dem bisher gezeigten Druck erreicht, was sicher für die Börsen fatal wäre, geschweige denn für die Menschen? Das ist auf Trump wird wiedergewählt bezogen. Genau. Ja, also ob das nicht das höchste Risiko ist seit Nixon. Ja, erstmal, Trump ist ein ängstlicher Mensch, muss man ganz klar sagen. Also wenn Sie Bolton, die Berichte da lesen aus dem Weißen Haus, Trump hat Angst vor Konflikten. War auch der friedlichste Präsident bisher. Meiner Ansicht nach, ich sehe mehr die Konflikte im Inland.
Ich sehe, dass zum einen im Inland die demokratischen Prinzipien, also Rechtsstaatlichkeit, außer Kraft gesetzt werden und dass die Chinesen und Russen die Amerikaner immer wieder provozieren. Aktuell gerade mit diesen Bomberüberflügen, die wir in Europa haben, wo dann mal der Luftraum verletzt wird. Das sind die Flottengeschichten. Ich vermute aber, Trump selber ist kein Kriegstreiber. Gut, es gab auch einen, Herr Dr. Leber, der gesagt hat, kein Präsident habe so viel Wahlversprechen umgesetzt wie Trump. Das sei doch für einen Politiker eigentlich unüblich. Das wäre auch so meine Beobachtung, dass der eigentlich viel so angezettelt hat mit China. Also er hat schon viele Sachen gemacht, die er im Wahlkampf versprochen hat. Nur er hat es natürlich nicht mit den Ergebnissen umgesetzt. Ich weiß nicht, ob Sie das gemeint haben, die er dem Volk versprochen hat, nämlich Arbeitsplätze zurückzuholen nach Amerika. Also ich kann nur beobachten, ich hatte ja die Liste in der Präsentation kurz drin, diese berühmte Mauer. Trump sagte im Wahlkampf, ja, Mauern bauen, das kann ich wirklich. Ja, wo ist sie denn? Also das ist ja nur ein Mini-Beispiel von einer Sache, die man wirklich, die nicht schwierig ist umzusetzen. Und guckt dann die Handelsabkommen an, die sind außer Kraft gesetzt, jetzt mit Iran der Versuch, Sanktionen zu etablieren. Aber wenn ich ausgetreten bin aus dem Abkommen, was soll ich denn noch durchsetzen? Ich kann ganz wenig realisierte Erfolge beobachten. Viele Dinge, die angezettelt wurden, vielleicht auch zu Recht angezettelt wurden, aber wenig erreicht. Also eine ganz komplette andere Wahrnehmung als Ihr Fragender. Vielleicht noch eine Ergänzung von mir. Also ich sehe auch einen unglaublichen Hyperaktionismus von Trump. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, wenn er zwei Tage nicht irgendwie im Fernsehen auftritt, dann geht es ihm echt schlecht. Und wir kriegen das mit extrem in den letzten 4 Jahren, was Trump als Politiker, als Mensch unglaublich viel, aber ich sehe es, wie der Dr. Leber wahnsinnig viel angezettelt hat und ganz, ganz wenig umgesetzt hat. Mhm. Und da passt eine andere Frage dazu, die wollte ich auch an Sie weitergeben, Herr Dr. Kafanik. Es gibt ja den schönen Satz, politische Börsen haben kurze Beine. Das gliedere ich mal in 2 Fragen auf. Die eine ist, spielen sich möglicherweise die Börsenturbulenzen wie so oft vor der Wahl ab, eben immer an den Umfragen hängend. Und wenn die vorbei ist, dann gibt es das, wie die Franzosen sagen, fait accompli, die vollendete Tatsache. Und dann geht es normal weiter. Oder haben diese Wahlen dann doch nachhaltigere Auswirkungen auf das wirtschaftliche und das Börsenszenario, das Szenario an den Finanzmärkten als andere Wahlen? Also ich glaube definitiv, dass wir danach, gibt es eine Bewegung in der einen oder anderen Richtung, aber die wird eben nur kurzfristig sein. Ich glaube, das Entscheidende, eins fällt mir noch ein, ich habe übrigens eine andere Meinung zum Brexit. Ich glaube, dass beim Brexit extrem viel Schaulaufen ist, dass man zum Schluss zu einer Einigung kommt und dass die britische Börse in den nächsten Jahren vor einer sehr, sehr guten Entwicklung steht. Das nur am Rande, weil die Kollegen das eher negativ sehen. Also dann haben die kurze Beine, dann gibt es halt mal einen Dämpfer. Wir haben auch bei den ganzen Indikatoren, die zu Recht behandelt worden sind, wir haben eigentlich Indikatoren, die komplett durch die Geldpolitik hart ausgedrückt zerschossen worden sind. Also wir haben über diese Put-Call-Ratios gesprochen. Die gibt es eigentlich nicht. Ich schaue die jeden Tag an, zum Teil mehrmals am Tag. Das schreit schon seit Wochen nach einer dramatischen Korrektur. Der Markt schleicht nach oben. Das heißt, dieser Berg von Geld hat mehr oder minder im Großteil von der Markttechnik zerstört, wie jetzt hart ausgedrückt. Und das ist die Sondersituation. Auch in diesem Jahr ist wahrscheinlich, dass wir eine Korrektur kriegen. Aber übergeordnet glaube ich, wir werden danach, es ist eine Richtungsentscheidung definitiv zwischen Biden und Trump. Man muss sich ja eigentlich als Europäer, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie Trump überhaupt amerikanischer Präsident werden konnte. Trotzdem ist es und er hat nochmal die Chancen. Es wird kurzfristige Bewegungen geben, aber übergeordnet, das habe ich ja versucht auch mit diesem Jahrzehntbild zu erklären, was ist die Alternative zum Aktienmarkt, wo die Renditen am Boden sind. Und natürlich gibt es dann ein anderes Szenario, wenn die Geldpolitik dreht, wenn die Inflation wirklich nach oben kommt, weil dann wird die Liquidität aus dem Markt rausgenommen und erst dann haben wir sozusagen ein richtig strategisches Problem, weil dann werden alle Assetklassen leiden und ich denke, die Politik wird versuchen, das zu verhindern, weil alle Politiker wollen auch versuchen, mehr oder minder oder wollen wiedergewählt werden. Es gibt Ausnahmen, wie zum Beispiel der chinesische Präsident, der per Definition sozusagen dabei ist, aber insgesamt gibt es immer wieder Dynamik in der Wirtschaft, Innovation, gute Unternehmen werden nach vorne gebracht und das ist das lange, lange Bild jenseits von irgendwelchen größeren Korrekturen, die es durchaus geben kann am Ende von dieser Wahl, beziehungsweise am Ende von dem Wahlkampf. Dann noch eine Frage, die geht direkt von den Zuschauern. Alle 3 Herren, vielleicht kurze Antwort. Wenn Joe Biden gewählt würde, die gesamte China-Politik wird zurückgedreht oder wie müssen wir uns das zukünftig vorstellen, das Verhältnis
China, USA in Bezug auf Zölle und andere Scharmützel, die man da hat. Ich erinnere nur an Huawei, TikTok etc. Wie viel ändert sich da wirklich, wenn ein Joe Biden gewählt wird? Fangen wir mal an bei Frank Fischer. Ich gebe kurz eine Antwort. Trump 2.0, es ändert sich gar nichts. Okay. Frank Fischer? Ich sehe es ähnlich. Es ist natürlich auch wirtschaftliche Interesse dahinter, mit China im Geschäft zu bleiben. Aber das strategisch-militärische, das geht vor. Und dementsprechend werden wir eben sehen, dass das Thema uns als Handelskrieg erhalten bleibt. Das geht nicht weg, selbst mit Trump nicht. Ich sehe es ähnlich. China hat gelernt, dass es sich nicht auf die USA verlassen kann. Die werden ihr eigenes Internet bauen, wie Frank Fischer sagt, die werden ihr eigenes Ökosystem bauen. Das ist ein Pyrrhus-Sieg zu sagen, wir halten die US-Technologie im Land, die Chinesen werden Alternativen aufbauen. Problem ist nur, wir Europäer werden dazwischen zerrieben. Wir werden uns entscheiden müssen. Und Volkswagen sollte wird sich entscheiden müssen, nehmen sie auf die Chinesen in der Produktion Rücksicht oder auf die Amerikaner. Und da China der größere Markt ist, wird Europa sich Richtung China orientieren. Dann fangen wir mal an. Ich meine, hier sitzen drei Herren, die Aktien analysieren und nicht nur die Makrosituationen und Wahlsituationen. Droht möglicherweise eine Zerschlagung der großen US-Tech-Konzerne? Darüber ist ja auch schon gesprochen worden von Dr. Leber in der Präsentation von Frank Fischer, die nun so unglaublich gut gelaufen sind. Apple mit 2 Billionen Marktkapitalisierung. Droht denen eine Zerschlagung? Und wenn ja, was bedeutet das dann für die Aktien? Und vielleicht das auch nochmal in Abhängigkeit stellen, unter welchem Präsident passiert was? Vielleicht kann ich da mal starten. Also die Zerschlagung dauert ewig. Also wenn sie wirklich kommen sollte, ist keine Sache, das kann zwar dann mal die Bewertung kurz belasten. Die Technologiekonzerne kommen halt fantastisch durch. Das schafft Neider. Viele leiden und denen geht es so gut. Und natürlich gibt es einen weltweiten Trend, da entsprechend dagegen zu arbeiten. Aber ich denke, dass das weder unter Biden noch unter Trump als Thema weggeht, weil diese Dominanz dieser Plattform aufgrund der strukturellen Wettbewerbsvorteile, die bleibt uns erhalten. Man kann aber davon profitieren und genau das tun wir ja auch. Man sollte eben sehen, ist das denn noch ein guter Value-Titel? Kann ich die zukünftigen Cashflows denn mit Sicherheitsmarge kaufen? Oder profitiere ich nachhaltig davon? Und bei Titeln wie Alibaba ist es so, dass wir eben immer noch schöne zweistellige Total Shareholder Returns über viele Jahre erwarten können und eher so 15-16%. Und jetzt splitten die zum Beispiel noch die Ant Financial, das ehemalige Alipay, ab, was nochmal den Turbo nachlegt. Das sind alles Dinge, wo man sieht, das ist noch nicht zu Ende. Und ich glaube nicht, dass das, egal unter Trump oder Biden, irgendeine Änderung hat. Die Regulierung, auch die Antwort der EU auf das, was eben an Dominanz von diesen Platzhirschen da ist, die wird sich nicht ändern, egal welcher Präsident da ist. Ich kann mir vorstellen, dass ein Biden Spaß hätte an einer Zerschlagung. Ich meine, der kommt ja aus der Tradition eigentlich, die Wirtschaft ein bisschen zu bremsen. Als Aktionär, glaube ich, könnten wir davon profitieren. Wenn ich mir überlege, aus wie vielen Komponenten Google besteht, also Alphabet besteht, allein YouTube als eigenständige börsennotierte Firma, die Google Maps als eigenständige börsennotierte Firma und so weiter. Das sind 7 Firmen, glaube ich, die über 1 Milliarde Nutzer haben. Amazon in 2, 3 Teile aufgeteilt. Historisch hatten wir die Beispiele Standard Oil, die große Zerschlagung Anfang des letzten Jahrhunderts oder die AT&T-Zerschlagung. Das war alles gut für die Aktionäre. Also möglicherweise kommt es unter beiden. Aktionären wird es nutzen. Wunderbar. Ja, vielleicht. Nur noch zwei Sätze dazu. Ja. Ich meine, was wir hier haben, ist ja im Grunde, dass man als Investor Firmen, die in dieser Position sind, schätzt, weil sie eigentlich Monopolisten sind, dass sie aber mit Geschäftspraktiken unterwegs sind, die Politiker schon stören müssen. Und was ich mir durchaus vorstellen kann, dass es eine Diskussion gibt, eher unter Biden als unter Trump, die vielleicht an Intensität gewinnt, wird sicher auch von Europa befeuert, dass es dann schon mal zu einer deutlichen Korrektur kommt, weil der Markt, denke ich, dann erstmal das Negative sieht. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die internationalen Investoren hoffnungslos in diesen Titeln übergewichtet sind. Wir haben jetzt allein die Big Five, also die 5 größten Titel, haben 25% vom Standard & Poor's 500. Wenn Sie die großen 7 Titel nehmen, dann wäre die Erholung vom Tief nur halb so hoch ausgefallen, wie sie ausgefallen ist. Und da glaube ich, wenn die Diskussion Richtung Zerschlagung kommt, dann könnten wir schon sozusagen diesen Sektor mal zumindest vorübergehend unter Druck sehen, obwohl es tolle Unternehmen sind, aber da sind einfach so viele Leute drin und es ist heavily overinvested. Da könnte schon mal vorübergehend was passieren.
Ja, was wir da nicht alle schon für Namen hatten. Big Five. Jetzt haben Sie 7 genannt. Ich habe zuletzt die von den Awesome 8 gelesen. Sie haben auf jeden Fall eine große Bedeutung wirtschaftlich und eine große Bedeutung in den Indizes. Und dann läute ich damit mal die Schlussrunde ein mit der Bitte um kurze Antwort an alle 3 Teilnehmer. Und wir machen das ganz einfach. Wir sind ja beim S&P 500, wir sind ja nicht weit von den Rekordständen entfernt. Auch der DAX ist ja nicht so weit entfernt. Die Märkte stehen am 31. Dezember, also die Aktienmärkte, nehmen wir mal jetzt die großen, nehmen wir den MSCI World Index, steht höher als heute oder tiefer, Herr Dr. Kafanik? Da halte ich mich raus, weil das hat so viel Einfluss durch die US-Präsidentschaftswahl. Ich sage jetzt mal, wenn Biden gewinnt, vermutlich tiefer, wenn Trump gewinnt, vermutlich höher. Dr. Leber? Herr Risse, das ist eine unseriöse Frage. Ein Weltinvestor nach kurzen Fragen. Aber ich erwarte eigentlich, dass wir zwischenzeitlichen Rücksetzer haben, also einfach durch die Unsicherheit des Jahreswechsels. Und meine Politik, und das war eine Frage ja auch vorhin, voll in Aktien rein, aber mit einer Kurssicherung, falls das passieren sollte. Frank Fischer. Für mich ist das ein bisschen zu kurzfristig. Wichtiger sind mir die mittelfristigen Trends. Und ich sehe eben neue All-Time-Highs im nächsten Jahr. Und die sind eben getrieben durch das Thema Corona, was dann abebbt, durch den Wahlkampf, der hinter uns ist, egal ob das jetzt mal einen kurzen Durchatmer gibt. Der eine oder andere wird sich freuen, weil er nicht voll investiert ist und nochmal nachlangen kann. Und die Liquidität, die Fiskalpolitik, die Verfügbarkeit der Impfstoffe, das alles spricht dafür, dass wir, egal wie wir jetzt in den nächsten wenigen Wochen kurzfristig, mittelfristig unterwegs sind, langfristig mit der Aktie noch viel Spaß haben. So, das Thema ist vielleicht eher dann diese Extrem-Euphorie, die ich befürchte. Party like it's 1999, ein Teil haben wir schon davon. Und das kann uns nächstes Jahr eben noch viel höhere Kurse bringen, wo wir dann eine richtige Blase kriegen. Mega-Euphorie, alle sind dabei. Und dann wird es Zeit, dass wir eben mal konsolidieren und auch längerfristig wieder korrigieren. Aber das sehe ich zurzeit noch nicht. Und dementsprechend positiv schaue ich ins nächste Jahr. Und lasse diesen Wahlkampf dann als Hintergrundrauschen an mir vorbeiziehen und hoffe, dass die eine oder andere Gelegenheit gegeben ist, nochmal bei günstigen Titeln mit schönen Value zuzulangen. Wunderbar, das war ein schönes Schlusswort, finde ich. Ich bedanke mich bei allen Diskutanten für die Teilnahme. Das hat gut funktioniert, denke ich, bei den vielen Zuschauern, die dabei waren. Es kam die Anfrage, ob es die Präsentationen gibt. Die liegen in allen Häusern individuell vor. Da müssen Sie sonst eine E-Mail hinschreiben und nochmal Fragen. Grundsätzlich sind wir von Arcatis da immer offen dafür. Da waren noch einige Charts. Die Frage, ich kann das eben jetzt hier nicht alles als einzelne Fragen weiterleiten. Wir machen weiter mit dem Fondsgipfel digital. Am 28. Oktober wird es einen geben. Dazu werden wir Sie wieder einladen. Wenn wir mal gucken, welches Thema wir dann machen. Wahlen haben wir jetzt schon gemacht. Das ist knapp vor den Wahlen. Aber es wird sicherlich ein spannendes Thema geben. Und wir sind auch wieder mit Präsenzveranstaltungen unterwegs. Gehen Sie ganz einfach auf die Seite www.fondsgipfel.de. Das kann man sich, glaube ich, relativ leicht merken. Da sehen Sie auch, wo wir uns auf Präsenzveranstaltungen wieder raustrauen. Wir mit Arcatis sind mit unserer Roadshow unterwegs ab kommenden Montag, in Leipzig beginnend und wie immer in München endend. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Nochmal Dank an die Diskutanten und beende jetzt dieses Webinar, von dem es auch eine Aufzeichnung geben wird. Und die können Sie dann auf dem YouTube-Kanal vom Fondsgipfel sehen. Vielen Dank. Tschüss. Gerne. Tschüss. Danke. Ciao.